Sponsert,
Fleischerei-Bauer hat die gesponsert, ihr habt Firma Vedan hat die gesponsert, ihr habt den Sekt. Also es war, bin ich der Meinung, wirklich eine tolle Veranstaltung. Man konnte es also auch bezirksübergreifend hören. Ja, dann des Weiteren hatten wir dann im September die Stadträtin für Soziales, Wirtschaft und Gesundheit bei uns gehabt, Frau Ines Sager. Und Manfred Remmler hat da selbst auch mit dran teilgenommen. Sie hat also fast zeitgleich die Frau in der DDR damals und wie es heute gelaufen ist, über Stasi uns berichtet, wie die Methoden damals drüben waren. Also unsere Veranstaltung fing an dem Tag um 18 Uhr an und um 22.30 Uhr war Schluss. Und da mussten wir auch wirklich sagen, jetzt hören wir aber auf, jetzt reicht es. Also die hätte noch weitergehen können, die Veranstaltung. So, ja, und dann hatten wir wurden angesprochen, mit einer Weihnachtsfeiern, weil der Dezember immer so eng ist bei vielen. Es laufen so viele Weihnachtsfeiern, dass man eigentlich stolle und das nicht mehr sehen kann. Und wir wurden angesprochen, ob wir nicht wieder einen Neujahrsempfang machen würden. Und da haben wir gesagt, okay, also wir haben uns entschieden für Lachs und Sekt, wir machen wieder einen Neujahrsempfang. Wir haben dann die Gelder, die wir noch zur Verfügung hatten, für die Kita in der Donaustraße verwendet. Und da komme ich auch gleich drauf, Frau, unsere Sozialbeauftragte oder Beauftragte für Soziales heißt es ja, hat seit einem Jahr das Projekt Kita in Angriff genommen und betreut die Kindertagesstätte, hat schon Ausflüge gemacht und das alles in Zusammenarbeit auch mit der Seniorenunion, dass also praktisch so zwei Komponenten aufeinander kommen, jung und alt und zusammen was machen. Und die wurden von uns unterstützt, beziehungsweise von Frau Krebs, die also da auch Sprechstunden für die Eltern macht, falls es Probleme gibt. Es ist ein Integrationskindergarten, wo also Kinder auch den Umgang mit kranken Kindern lernen müssen. Und ich finde, dass es eine sehr gute Sache ist, zumal wir gleich zu Anfang gesagt haben, wir wollen also was Neues machen, was anderes machen in der Frauenunion. Die anderen Projekte laufen ja bei den anderen Damen auch noch weiter und wir haben gesagt, wir machen Neuanfang, wir wollen was Neues machen. Ja, und somit haben wir dann am 10. November, das was wir an Geldern noch übrig haben, haben wir gesagt, wir machen auch keine Weihnachtsfeier mit den Kindern. Wir haben mit den Kindern dann ein Martinsfest gemacht, das also mit Grillen und Gesang und so weiter, Plätzchen backen. Vonstatten ging. Da hinten ist nochmal, als Dankeschön hatten sie auch schon im Sommer, eine Tafel gefertigt, die Kinder bzw. die Kita, da können sich die Bilder gerne nachher nochmal angucken. Ja, das ist unser Projekt bzw. das Projekt unserer Sozialbeauftragten. Ja, und somit sind wir jetzt wieder beim Neujahrsempfang. Begrüße Sie recht herzlich nochmals. Ja. Ich sehe gerade, Herr Winfried Werner aus dem Abgeordnetenhaus ist auch noch da. Wir erwarten auch noch. Ja. Wir erwarten auch noch unseren Parlamentspräsidenten und unser Bürgermeister Bodo Manegold, der kommt auch noch her. So, dann möchte ich gerne das Glas einheben. Auf eine gute Zusammenarbeit, nette Gespräche. Vielleicht haben Sie noch ein paar Anregungen. Gesundheit, ja. Alles Gute? Prost! Und das Buffet ist eröffnet. Aber ich glaube, unsere Landesvorsitzende möchte auch noch ein paar Worte sagen. Danke. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst bedanke ich mich bei Frau Lanzke für die Einladung. Ich komme immer gern zu Ihnen nach Neukölln und ich wünsche Ihnen ein gesundes, glückliches, erfolgreiches neues Jahr. Es stehen wieder zwar keine Wahlen in Berlin bevor, aber trotzdem Landtagswahlen, die ganz wichtig sind für die Republik in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Und vielleicht können wir doch Punkte machen. Wir dürfen nicht vergessen, die Regierung hat es geschafft, was eine Kohl-Regierung nie geschafft hat, in 16 Jahren nicht. In 2 Jahren sind 7 Minister ausgetauscht worden. Da fragt man sich nur, wo soll das noch hinführen? Sie alle verfolgen es ständig auch in der Zeitung. Es gibt weitere Minister, die wackeln. Für die Frauen können wir uns nur ganz besonders wünschen, dass der nächste ist, der zurücktreten muss, Herr Riester.
denn die jetzt angedachte Rentenreform ist ganz besonders für Frauen eine Katastrophe. Gerade was die Hinterbliebenenversorgung angeht, werden viele Frauen dadurch in die Sozialhilfe getrieben werden und unter den Sozialhilfesatz. Ich frage mich wirklich, wo bleibt da die soziale Komponente, von der die SPD immer in der Vergangenheit, gerade im Wahlkampf, Reklame gemacht hat, versucht hat, die Wählerstimmen zu bekommen. Ja, und nicht zu vergessen natürlich unser Außenminister, der Repräsentant Deutschlands im Ausland, Joschka Fischer. Sie alle verfolgen es. Es war zwar bekannt, dass er an Hausbesetzungen beteiligt war, aber nicht, dass er beteiligt war an entsprechenden gewalttätigen Auseinandersetzungen und vielleicht sogar terroristischen Anschlägen. Das wird die Zukunft zeigen, denn es kommen ja plötzlich Bilder zutage. Man fragt sich nur, warum hat die Presse, es war alles bekannt, das so lange vor uns im Dunkeln verborgen, ja? Und es wird Zeit, dass das mal richtig durchleuchtet wird. Also insofern können wir vielleicht noch zuversichtlich auf das Jahr 2002 gucken, dass wir doch wieder die Regierung stellen können und nicht erst vielleicht eben auch ungewöhnlich schon nach 4 Jahren wieder ein Regierungswechsel erfolgen wird. Lassen Sie uns gemeinschaftlich alle daran arbeiten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch gute Gespräche, gemeinsame gute Arbeit im folgenden Jahr und vor allen Dingen aber Gesundheit, denn ohne das geht gar nichts. Dankeschön. Thank you.